Teleport ist doch gleich kaputt. Kann man wieder erneuern. Mana, guck mal, ich hab doch genug Mana. Mana, Mana. Di-di-di-di-di. Mana, Mana. Di-di-di-di. Mana, Mana. Di-di-di-di. Di-di-di. Oh Gott, ey, auf was hab ich mich eingelassen? Den ganz normalen Wahnsinn. Ja, den ganz normalen Wahnsinn. Wahnsinn. Oh nee, komm. Da mach ich jetzt nicht mit. Nee, tut mir leid. Also, da steige ich jetzt auch mal aus. Das muss wirklich sein, ja? Alter. Die Rolle, die Pete. Das Crystal kannst du dann noch mal brauchen. Ah, das wächst ja aber alles nach. Lass doch erstmal die ersten zwei reinmachen. Eisen! Ein Land der Eisenzwerge. Da ist mehr Eisen. Mhm. Guckst du? Da. Ich hab gesehen. Krass gesehen. Und da ist noch weitere Kohle. Noch mehr Eisen. Erde, Kohle. Kohle, gut. Ein Land der Eisenzwerge. Aufgabe erfüllt. Mhm. Hey, du hast eine Leiter und eine Axt bekommen. Und 100 XP. 100 XP. 100 XP. Von Windows gesponsert. Ah! Ja. Gott, der war so trocken, der Staub noch im Nachhinein. Ja, ja, ich weiß. Vista ist mir sowas von Smirnoff egal. Smirnoff. Vista ist Smirnoff egal, genau. Da ist noch Eisen in der Ecke. Immer diese schlechten Leute. Ich weiß nicht, was du meinst. Setz mal nochmal einen Portalzauber drauf. Einfach nochmal eins draufsetzen. Genau. Kann ich ja noch eins raussetzen. Musste nicht. Kostet doch alles Mana. Mana. Hatten wir heute schon. Obwohl, die war die letzte. Banana. 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 Apple. Yeah. Also falls ihr euch wundert, was er gerade so geknallt hat, das war Turbs Kopf auf seinem Tisch. Ja. Mhm. Der arme Tisch hat jetzt eine richtig fette Delle. Eine große Schramme. Oder so. Ich glaube, der Tisch hat auch kurz überlegt, ob er nachgibt. Ich spreche es nicht aus. Der will irgendwas sagen. Nee, will ich überhaupt nicht. Was willst du sagen? Nein, der Praktikant sagt gar nichts, weil der Praktikant genau weiß, dass er sehr schnell gefeuert werden kann. Da habe ich eine Eierskarte auf dem Deutschland Arbeitsvertrag, ja. Junge. Eiskalt, Mensch, dieser. Eins und Heldzwerge, 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 go. Heldzwerge, Heldzwerge, go, go, go. Level 4. Noch ein Zwerg und der Erde und zwei Äxte. Und die Monsterparty. Ja, oh, die Monsterparty fängt in der Dreiviertelstunde an quasi. Ja. Fast. Fast eine Stunde. Oh, fuck. Oh, Kacke was? Heißt das. Ja, ja. Oh, Stuhl. Mhm. Stuhl. Ja, die Stuhl gesagt. Mhm, nicht jeder Stuhl eignet sich zum Sitzen, ne? Ja. Weiser, stolzer Krieger eins sagte. Mann, ja. Mania. Mania? Mania. Guck mal, du hast ja Magier, da kannst du ja gleich schon mal ein bisschen. Manian. Oder sammelt die Bücher erstmal. So. Oh. Aufgabe erfüllen. Nochmal 100 XP. Eine Leiter und eine Hacke. Super. Kannst du gleich mal ausstatten und die Zwerge, die neu da sind, ne? Junge. Wir haben doch keine zum Zeit. Zum Herrenausstatter? Zum Herzen und Zwergenausstatter. Zwergenausstatter. Dann such den neuen mal. Nee. Holzfäller. Dori. Auch Dori. Holzfäller. Dori Eichenschild. Das hieß Durin Eichenschild. Durin. Oder Durin? Durin. Torin. 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 Taurin? Tauriner Grabtuch? Taurintiger? Taurintiger. Taurintiger! Nein, wir sind bei den Zwergen.
Taurin-Zwerge. Taurin-Zwerge. Ja, wahrscheinlich müssen wir statt Taurin-Tiger einfach Taurin-Daschen-Dijon sagen. Daschen-Dijon. Das reimt sich aus der Welt auf Sächsisch. Daschen-Dijon. So, dann tue ich mir nochmal eine Keule bauen. Eine Keule für deine Keule? Ich zirp dir auch gleich was, Junge. Alter, Alter. Ja, wie gesagt, aller Anfang ist schwer. Deswegen kommen wir gerade nicht so sehr voran, Leute. Tut uns auch leid, aber. Aber nein, es war gelogen. Was? Nee, das war ich nicht. Der kann nicht einfach mal. Nein, kann nicht ruhig sein. Du doch auch nicht. Doch. Zwar genau jetzt. Hörst du, wie ruhig ich bin? Das ist ja massen leid. Das ist ja. Lebst du überhaupt noch? Ich bin lebst du noch? Lebst du noch? Ich bin gerade im Stealth-Modus. Stealth-Modus? Siehst du? Du siehst mich nicht mehr. Na, die sehen dich auch nicht, aber die hören dich noch. Oh. Wo seid ihr schon wieder? Weg! Stealth-Modus! Invisible! Mit einer Menge Fantasie! Ja. Oh nee, das war doch das kleine gelbe Ungeheuer, oder? Ja, genau das. Ja, genau das kleine. Genau das war. Diese Kinderverdummung. Das war dieses Küchenutensil zum Köpfeschrubben. Nein, die haben gesagt. Oh komm, jetzt komm mir jetzt bitte nicht mit von wegen, SpongeBob wäre sozialkritisch und pädagogisch wertvoll. Ja, er geht arbeiten. Pädagogisch wertvoll ja nur in dem Sinne, dass er jeden Tag pünktlich zur Arbeit geht, Überstunden macht, ohne extra Bezahlung dazu dafür zu verlangen und aus anderen Gründen auch noch, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann. Das ist sowas von pädagogisch wertvoll, selbst zum Sklaven zu machen. Genau, ne? Das ist genau das, was die Gesellschaft von uns fordert. Sklaven. Nicht die Gesellschaft, die Wirtschaft. Nein, wir sind das. Die Obrigkeit, sagen wir es mal so. Wir sind doch die Bauern. Right? Die Nappel fürs Grobe. Richtig. Ja. So. Fuck, das ist der. Extra Planet! Als Maul! Ja. Die tun alle unsere Daten auf den Müll werfen. Auf den Müll! Unsere Rechte, unsere Freiheit. Unsere Rechte liegen alle auf dem Müll! Dem Müll! Dem Müll! Extra Planet! Ach, toller Film. Ja. Ein toller Film. Hackers. Einer der ersten guten. Mit Angelina Jolie, ne? Angelina Jolie. Wo sie noch jung war. Wo sie noch original war. Original war. Ohne Ersatzteile. Nee, die hat. Hat die überhaupt? Weiß man nicht. Keine Ahnung, ich hab das bis jetzt nie gefühlt bei ihr. Also, ich hab generell noch nie irgendwie in meinem Leben eine Silikonbrust in der Hand gehabt. Also, ich hab keine Ahnung. Was andere Sachen in der Hand gehabt, aber keine Silikonbrust. Ich glaube, die waren bei ihr noch original, weil da war ja letztes oder vorletztes Jahr, wo sie sich aus Angst vor Brustkrebs da die Dinger ersetzen hat lassen. Mhm. Ah, die hat ja auch 2 Kinder bekommen. Ja, wirklich? Mhm. Die hat aber auch mehrere adoptiert. Ist ja eigentlich, wen interessiert das? Kann ja sein. Sind wir jetzt hier in so einer Sendung wie Prominent? Wo man den ganzen Tag über irgendwelche Stars labert, die ihm eigentlich scheißegal sein können. Er hat damit angefangen. Du bist so eine Medienhure. Ja, du brauchst ja gar nicht so schluchzen. Die Wahrheit tut weh, oder? Wie ein Messer ins Herz. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Oh, erster Schritt. Ja, jetzt komm, jetzt bau doch mal was hier. Ja. Und dann brich einfach das Gespräch und hau die Bäume weg zum Beispiel. Holz kannst du nie genug haben. Und dann grab doch hin. Schacht. Du wirst angegriffen. Ja, da, Zecke. Das hört sich so falsch an. Wieso? Das war eine Zecke. Oder bist du schon wieder bei der Politik? Ist das überhaupt Politik?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich stehe immer vor so einem großen Holzbock, kommt auf dich zu. Boah. Ja, der Gabel ist ein bisschen breit. Nein, das Thema schneiden wir nicht an. Bitte mal eine kleine Überleitung. Da kommen Skelette an. Hey! Es kommen Skelette. Nee, die kommen von den Friedhöfen. Deswegen habe ich ja gesagt, sie mal tagsüber mal die Friedhöfe platt machen. Die lassen Waffen liegen. Richtig gute Schilde. Nein. Kannst du es nicht aufheben? Nur die Knochen. Gelegentlich lassen sie auch mal Waffen fallen. Ja, ich will. Das ist die Welle, die hier kommt. Ja, da öffnen sich Portale und dann kommt eine Monsterwelle. Die Welle. Nein, nicht die Welle, sondern eine Monsterwelle. Es ist die perfekte Welle. Es ist der perfekte Tag. Ist verboten. Dieses Lied darfst du nicht mehr singen. Wieso? Der Tsunami ist schon lange vorbei. Ist egal, okay. Zählt trotzdem noch. Guck mal, kriegst Besuch. Spaßchen. Der ist doch gerade beschäftigt mit Hecken schneiden. Ja, der war mal Gärtner früher im Leben. Ja, ja. Ist kein Henker mehr gewesen, sondern ein Gärtner. So. Schild könnte man super zu einer Tür umfunktionieren. Apropos Tür. Zu einer Gartentür. Jetzt guck dir doch endlich mal deine neuen Ausgaben an. Oh. Treff an. So. Ach, war das hier gerade der Einspieler von World of Confusion? Das wurde ich hingesucht. Das heißt Land of Confusion. Wir sind hier aber bei Kraft the World. Kraft the World! Kraft the World. The World. Aber Kraft the World. 273. Es hört sich jetzt scheiße an, aber ich weiß, es sind so viele Spieler oder Let's Player gibt's, die Minecraft spielen derzeit. Ja, aber gab's auch früher. Ja. Einen davon kennen wir sogar. Ja, einen kennen wir dann von. Echt? Ja, das ist der. Centrax. Ja. Centrax macht das gerade. Centrax spielt zurzeit. Ja. Böses Centrax. Ja. Gute Centrax. Weiter so. Oh, Minecraft. Alter. Das ist doch sowas von Mainstream. Oh. Minecraft macht doch jeder. Nein, aber es gibt. Nee, sorry, das ist nicht mein Spiel. Damit, Du tust jetzt ganz schön. Ja, dann sollen die Leute mich doch hassen. Dann haben sie wenigstens ein Feindbild, dann steht ihr noch besser da. Der Hass. Staatsfeind Nummer 1. Warum das? Er mag kein Minecraft. Das ist eine Hexe, verbrennt ihn! Aber ich bin noch Informatiker, formatiert ihn! So, ja, jetzt lass doch mal die Leute was tun. Die stehen nur rum. Angry Birds? Ja, ja. Guck mal, das haben hier oben mit rein gemacht, das mit den Bögen. Ist das dieses Biegen? Ja. Das war vorher schon. Nee. Doch. So, jetzt lass doch mal da den Baum abholzen, dann nehme ich ein bisschen Erde, da noch ein bisschen Stein und dann guckst du erstmal mit dem langsam hier mal Programm. Aufgabe. Töte 10 Skelette. Habe ich 4. Schon. Sammle Sand. Los. Eine neue Quest. Sammelsand. Na, Sand. Aus Sand kannst du Glas machen. Hm. Nein. Oh. Aufgabe erfüllt. Da. Eine Leiter, eine Axt. Hacke. So. Was ist da oben in dem Buch mit der dicken 5 drauf? Das sind die Aufgaben. Das ist quasi dein Questblock. Ah. Mit Notizen, Bestiarium. Aufgaben. Stelle Unterkunft fertig. Ja, dann mach ich. Stelle den Bau der Unterkunft fertig, indem du in der Mitte ein Totem aufstellst. Das wird Monster und böse Geister abschrecken. Ja, ich weiß. Ja, dann tun sie das doch mal. Sie haben doch schon ein Totem. Ja, aber ich will das unterirdisch was machen. Die Zwerge können nämlich nur im Betten schlafen, wenn ein Totem irgendwo in der Wand deckt. Ja, sonst schlafen die nicht im Betten. Kontext, wunderbar. Das freut die Leute. So. Das ist geile, wenn du dann hier raufdrückst, rennen die übelst dann alle zum Totem. Wenn du hier raufdrückst und wenn du Totem gesetzt hast. Ist dann quasi ein Gute-Nacht-Befehl? Ja. Genau.
allgemeiner Matratzenhorchdienst. Ausgangsverbot. Allgemeiner Matratzenhorchdienst. Ich bin mal, warum ist das Ding noch nicht da?